Da, du bist ungefähr genauso, ja, höher geht's nicht, also das ist, glaube ich, das Höchste. Aber so tief muss man mindestens graben, dass man dann oben drauf das Haus setzen könnte. Da muss man ein bisschen buddeln. Mit dem Bagger geht das später ganz gut. Glaube ich. Aber den habe ich ja noch nicht. So weit bin ich noch lange nicht. So, weißt du was? Ich mache einfach mal hier. So. Produziere mal, was das Zeug hält hier. Ich bin zu hungrig, um den Knopf zu drücken. Das ist auch, ja, geil. Ja, Moment. Zum Glück bin ich nicht zu hungrig, um aus dem Menü rauszugehen. Wie ein Teufelskreis. So, dann stopfe ich mir mal hier was Essen rein. Die Kürbisse bringen aber auch nicht so viel, oder? Ja, 350 immerhin. Okay, so. Vollgefressen bin ich wieder. Was ich hier esse in dem Spiel, ne? So, und dann kann ich den Knopf auch fertig drücken. So geschwächt war ich, dass ich den Knopf nicht mehr drücken konnte. Stell dir mal vor, ey, das wäre im echten Leben so. Das wäre eine Vollkatastrophe. Stehst vor der Kaffeemaschine und bist zu schwach, den Knopf zu drücken. Du verdurstest einfach vor der Kaffeemaschine. Das wäre grauenvoll. Wolf. Tschüss, Wolf. Ich find's einfach geil in dem Spiel, wie einfach alle Tiere vor mir Angst haben, alles rennt weg. Mal gucken, vielleicht kann ich später ein Haustier halten. Vielleicht kriege ich da was hin. Rein theoretisch müsste ich nur ein Gehege bauen. Ich hau die mal weg hier. Ich habe schon wieder volle Taschen. Ist die bei der Kaffeemaschine verdurstet, dass die Energy-Dose nicht mehr aufkriegen? Ja, das wäre auch so ein Ding. Muss ja nicht mein Energy sein, das kann ja auch alles andere sein. Hast irgendwie was in der Hand, so eine Getränkedose, den übelsten Durst und bist einfach zu schwach, sie zu öffnen. Und verdurstest. Vor der vollen Getränkedose. Das wäre traurig. So, gut. Ich brauche ein paar Blöcke. Ja, jetzt habe ich halt die dunklen hier, ne? Weiß, ich kann ja mit denen schon mal anfangen, Wände hochzuziehen. Bis wir wieder auf die hellen stoßen. Natürlich ein bisschen blöd. Ich brauche den Hammer. So. Wir nehmen. Ja, ganz schlichte Wände wieder. Das ist selbstfarbige Holz, oder? Ist dieselbe Farbe. Ist gar nicht dunkler. Ja, dann. Ja, dann ist es ja gar kein Problem. Dann kann ich ja auch den hier wieder machen. Plim. So.
Ich sollte jetzt. Jetzt habe ich ja das Holzding freigeschaltet. Jetzt sollte ich ja bei dem Holz wieder was machen können, oder? Das gucke ich gleich mal. Oh. Jetzt sollte ich ja beim Holz gleich wieder was platzieren können. Dass wir das nochmal ein bisschen skillen können. Ja. Ah, okay, da muss ich gar nichts mehr machen. Das heißt, ich skill die automatisch. Also sobald die Stufe steigt, also wenn der Balken jetzt wieder voll ist, dann springt er hier auf, habe ich Stufe 5 abgeschlossen. Okay. Das heißt, ich muss hier gar keine Sterne mehr vergeben. Ich habe aber noch 3 Sterne. Und die kann ich noch nicht machen. Und das habe ich auch noch nicht. Schmieden. Schmieden wäre nicht schlecht. Gucken wir mal am Forschertisch. Ah, so. Mal schmelzen. Schmelzen wäre auch nicht schlecht. Kann ich hier irgendwas forschen, was Interessantes? Vor allem ist die Frage, wenn ich jetzt was forsche, also Landwirtschaft habe ich ja, glaube ich. Was könnte ich das nicht machen? Ich will halt nichts versehentlich doppelt forschen. Aber ich könnte es rein theoretisch doppelt herstellen, ne? Das wäre blöd. Backen und so weiter geht noch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Da muss ich die Tische erst herstellen. Grundlegende Technik, okay, jagen, Steinmetz. Schmelzen 1. Dafür brauche ich die. Dafür brauche ich Eisenbarren. Ja, aber Eisenbarren kann ich ja nicht herstellen, weil ich habe ja noch keine Schmelze. Oder sehe ich das falsch? Schmelzen. Kriege ich das jetzt her? Aus Erz. Ah, ich muss einfach Erze abbauen. Dann kann ich mir das herstellen. Wo ich die herkriege, weiß ich. Mehr oder weniger. Und das hier ist grundlegende Forschung, okay.
Okay. Stück für Stück. Stück für Stück. So. Ah, sehr schön. Davon habe ich jetzt wieder ein paar. Kriege ich die Hütte hier fertig gebaut wahrscheinlich. So. Da muss ich noch einmal kurz schaufeln hier. Kurz die Karre hier wegfahren. So. Achso, kann ich nicht, weil. Ja, Moment. Darum ging es nicht. Sehr gut. Dann die Wände. Ups. So. Das war intelligent. So. Sehr gut. So. Haben wir Fenster oder sowas? Ja. Kann man Fenster einbauen, ne? Sieht sich gerade so. Ganz zu leer aus. So. Auf Gott sei Dank, das Fenster sollte sich jetzt bitte drehen. Aber es tut's immerhin. Genug Fenster hier Richtung Erdblock. Kann ich mir schon die Erde angucken? Ja, das wird schon ein bisschen größer hier. Das ist auf jeden Fall besser. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, dass es von der Höhe her nochmal höher ist. Jetzt habe ich gleich wieder ein Problem, dass ich da irgendwelche Tische, wenn ich da Tische reinstellen will, dass das wieder von der Deckenhöhe her nicht passt. Das ist blöd. So. Hier. Ja, wenn ich Glück habe, dann reichen die hellen auch noch fürs Dach. Oder die sollten auf jeden Fall fürs Dach reichen eigentlich. Die hellen Holzblöcke. Dann sieht die Hütte vielleicht auch gar nicht so doof aus. Naja, wir schauen mal. So, das passt soweit. Nehmen wir mal die hellen Blöcke mit. Und verdammt. Karre hier so ein bisschen als, Gott sei Dank, so ein bisschen als Erhöhung nehmen, aber es geht sogar. Sehr gut.
waren die hier? Hier für Blöcke. Oh, das geht auch, ne? Sehe ich wieder nichts von hier unten. Ich sehe es nicht. Das Kühle ist in alle Richtungen stehen, ich sehe es nicht. So. Dann den wieder. Genau, und jetzt könnte ich rein theoretisch es noch richtig spitz zulaufen lassen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich mache ein Flachdach draus. So wie da. Ist einfacher. Ist einfacher und geht schneller. So. Wie gesagt, ich will später eh noch andere Häuser bauen. Schöne. Nicht das hier. So. Hops, hops. Reichen die jetzt? Ah. Oh, perfekt. Auf dem Block genau. Geil. Da sieht schon besser aus als der Kackhaufen hier. Langsam wird's. So, jetzt brauche ich aber noch eine Tür. Ah, die hatten wir. Wo hatten wir die? Die hatten wir hier. Ja, bau mal. Ja, genau. Das sind wenigstens Fenster drin, das stimmt, ja. Ja, das war nur die erste Hütte, damit ich den hier überhaupt nutzen kann. Weil der funktioniert ja nur hier drin, ne? Aber hier haben wir schon ein bisschen mehr Platz. So. Was kann ich denn noch bauen? Jetzt kann ich ja noch mehr Tische bauen. Was ist das? Rein theoretisch kann ich den herstellen. Ich brauche nur Bretter. Bist du hungrig? Dass ich immer für alles so hungrig bin. Das ist nur eine Lüge. Ich werde hier als verfressen dargestellt von dem Spiel. Das ist, skandalös. Habe ich hier noch irgendwas Interessantes? Nee, ne?
Das schmeiße ich da mal rein. Den Tisch nehme ich dafür mal raus. Schmeiße ich da auch mal rein. Da habe ich noch meine Tür. Dann futter ich mal eben schnell ein paar Rüben in Rekordzeit. Genau. Schieb dir den ganzen Teller rein. Mmh, lecker Pilze. Da kommt es mir direkt hoch, wenn ich dran denke. Oh. Ich bin echt kein Pilzfreund. Überhaupt nicht. Naja. Aber wenn er das hier so essen mag in dem Spiel, bitte, bitte. So, war richtig, ne? Nein. Ah, wieder falsch rum. Ist doch nicht wahr. Willst du mich verarschen? Wieso gehst du immer nach außen auf? Die Tür geht nach innen auf, nicht nach außen. Hör auf damit, Spiel. Ich muss sie dann von innen... Wie blöd ist das denn? Ich muss die Tür von innen platzieren. Ja, komm, egal. Ich reg mich da gar nicht drüber auf. Das wird euch vor dem Spiel hier nicht ärgern. So, der Tisch dürfte jetzt funktionieren. Ja, wunderbar. Dann hatte ich ja noch einen Tisch. Irgendwo hatte ich noch einen Tisch. Hier, da ist er. Den Steinmetztisch, den brauche ich auch noch. Und dann gucke ich gleich mal, dass ich ein paar Erze finde. Dass ich das Ding hier erforschen kann. Die Schmelze. So. Brennofen, okay. Benötigt Steinmetz Stufe 1. Okay. Steinmetz Stufe 1, was brauche ich dafür? Steinmetz. Da brauche ich noch so einen bunten Kringel. Wo kriege ich den bunten Kringel her? Den kriege ich hier. Ja, mach mal. Dauert das wieder lange heute. So. Steinmetz. Wo haben wir dich? Da. Dann braucht er 2,5 Minuten. Okay, in der Zeit, die sitze ich hier bestimmt nicht aus. In der Zeit gucke ich mal, dass ich mich nach da oben durchschlag und hier Erze suche, aber wir haben ja eh hier das Gebirge. In weiser Voraussicht für mein Endlager später. Also hier haben wir ziemlich hohen Felsen, wenn ich jetzt schaue. Ja, das ist, glaube ich, der höchste Punkt, somit der höchste Punkt. Dann werde ich wahrscheinlich anfangen hier irgendwie oder da und dann so schräg nach unten in die Erde rein. Das Endlager zu machen, das... Ja. Ich werde dann wahrscheinlich so ein bisschen runtergehen. Bis hier ungefähr. Und dann werde ich das hier so... Richtung Gebirge so ein bisschen in die Mitte. Und hier werde ich ungefähr dann so unterirdisch das Endlager platzieren. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Also so habe ich das zumindest immer früher gehandhabt. Ob es jetzt gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe mir das halt immer mal so ausgedacht, dass das vielleicht ganz gut ist, weil ich weiß halt nicht, wohin mit dem ganzen giftigen Zeug.
glaube, da ist die Umweltverschmutzung am geringsten unten. So. So, 20 Stück mehr kann ich eh nicht tragen. Geht's dir gut? Ist es tot? Wolf? Wolltest du mir was mitteilen? Hirschkadaver. Ja, gut. Ist ja gut. Junge, das hat mich aber erschreckt. Die Tiere machen mir hier zwar nichts, aber ich habe mich trotzdem erschreckt. Damit habe ich nicht gerechnet. Das kam überraschend. So. Das Erz schmeißen wir da rein. Was mache ich jetzt mit dem Hirschkadaver? So, der wohnt jetzt da drin. Steinmetz. Hatte ich gelernt. Das hier wollte ich noch machen, ne? Und wo hatten wir das? Hier. Ah, das ging nicht, dafür brauchte ich irgendwas. Für was brauchte ich denn jetzt das Erz? Stein. Erz. Stell mal her, früher oder später brauchen wir es eh. So, den Steinmetz habe ich jetzt, oder? Kann ich das jetzt? Nee. Speicher. Die können wir schon mal einstellen hier. Fliegt das hier rum? Da habe ich es. Muss ich hier irgendwie erst die... Muss ich das erst irgendwie aktivieren? Das geht noch nicht. Schmelzen. Elektronik. Schneidern. Ja, wo ist der Steinmetz? Ah, Steinmetz hier. Das hat noch so Unterdinger, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Oh, okay. Na gut. Ja, habe ich doch. Ah, ich muss das, glaube ich, so rausnehmen, ja? Ich krieg's noch raus. Steinmetz, jetzt habe ich ihn. Ah, okay. Habe ich noch mehr so Bücher, die ich nicht gelesen habe? Ich habe das ja mal alles hier irgendwann irgendwo hingeschmissen. Nee, ne? Nee. Okay. Schmeiß ich da auch mal rein.
So, und jetzt sollte ich aber noch was herstellen können. Steinmetz. Spiel. Warum? Ich habe doch Steinmetz Stufe 1, oder? Ich stehe wieder voll auf dem Schlauch heute. Was ist da los? Nee. Das war Bergbau, was ich da hatte. Ja, Moment. Doch mal die Schriftrolle holen. Ja.